So, da bin ich wieder. Soll ich ein bisschen was hier essen? Rest bleibt für heute Abend. Gut. Ja, weiter geht's, würde ich sagen, ne? Also. Ah ja, okay, wir hätten also, ja, gut, okay. Wir sind 1400. verdammt! Warum sind wir verdammt? Ich habe es irgendwie geschafft zu entkommen, aber wenn es leider nicht. Okay, meine Karawane befindet sich gleich nördlich von hier. Könntest du bitte nachschauen, ob alles okay ist? Ja, mache ich. Erfahrungspunkte. Herrlich. Was ist mit dem Pferd hier los? Das Pferd beschützt die Vorräte. Also ich glaube, ich stimme hier zu, wenn ich sage, also es macht halt es macht keinen Sinn, hier wirklich Mobs zu klopfen. Meine Waren! Sie stehen in Flammen! Jemand muss das Feuer löschen! Na dann hin, na! Schnell! Objekt werfen? Feuer! Feuer! Los, schnell! Ah ja. Traum. Feuer! Ah ja. Los, schnell! Wie, das war's schon? Los, schnell! Feuer! Lösche den brennenden Wahn mit dem Wasser. Achso, das war's schon. Eliminiere die Totengräber, die den Wahn umzingeln. Alles vorbei. Alles liegt in Schutt und Asche. Ah ja. Feuer! Ja, Leute, ich glaube, wir sind aber trotzdem zu spät gekommen. Diese verfluchten Räuber! Es ist vorbei! Ich bete, dass einige unserer Waren das Feuer überstanden. Du reist zum Kloster? Folge einfach dieser Straße. Ich persönlich würde da aber nicht hingehen. Ja, aber ich bin nicht du. Dort hat fast jeder die Pest bekommen. Es war schrecklich. Die Mönche sind krank, weshalb sich niemand um die anderen kümmern kann. Okay. Holen wir unser Hotty. Außen droht die Pest. Fang dir ja nicht die Pest ein. Halte Abstand! Dieser Ort ist in großer Gefahr. Die Pest wütet. Unsere Mittel sind nutzlos. Und wer versucht zu helfen, wird selbst krank. Die Situation wird immer düsterer. Zu
Und nun haben sich die Toten erhoben, um alle anzugreifen, die von der Pest verschont blieben. Bitte, steh uns bei. So, was soll ich machen? Alred. Bruder Alred. Letztes Mal platzierten die Dämonen seltsame Kugeln auf dem Ackerland des Klosters. Schon bald, nachdem die Pest sich eine Bastion des Todes aufgebaut hatte, breitete sie sich rasant im Land aus. Die Dinger stehen sicher mit der Pest in Verbindung. Bitte finde und zerstöre die Kugeln. Klingt nach einem Plan. Was haben wir hier eigentlich? Unsere Vorräte sind leider sehr knapp. Suchst du irgendetwas? Gut. Das hat sich denn auch erledigt mit der Waffenstärke, ne? Wir haben ja bedeutend krasse Stuff. Ah ja. Gut, ja, anscheinend hat er nichts Wertvolles für mich. Denken sich die Mönche ich nur gebe immer Mund, komm näher. Durch da. Da ist sie quasi instant wieder gespawnt. Naja, das ist halt ein Online-Game, ne? Da muss ja jeder diese Aufgabe mal erfüllen. Das war's schon. Okay, oder zu Bruder Alfred zurück. Die waren zu faul, da noch einen F-Reiz zu bekommen. Glaubt es mir. Gut. Ihr könnt es mir glauben, obwohl ich nur ein Trottel aus dem Internet bin. Danke. Pater Amel ist hier und hilft uns bei der Versorgung der Patienten. Sehr schön. Bitte geht zu ihm, er kümmert sich dort drüben um die Menschen. Muss mich um vieles kümmern. So eine Krankheit habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Die Leute zeigen Symptome, die denen eines Schlangenbisses ähneln. Ihre Krankheit schreitet aber viel schneller voran. Ich befürchte fast, dass wir nicht genug Zeit haben, um mehr als eine Behandlung auszuprobieren. Ich hörte Geschichten von einem geheimnisvollen Janusstein mit heilenden Eigenschaften, der hier irgendwo versteckt ist. Vielleicht kann man die Krankheit mit ihm lindern. Würdest du dich bitte bei Bruder Alred über den Stein erkundigen? Er soll aus Jade sein. Feuer mit deinem Flammenwerfer in eine Richtung, während du dich frei bewegen kannst. Der Flammenwerfer feuert bis zu 4 Sekunden und verursacht insgesamt 1800 Feuerschaden. Schwinge deinen Werfer, um 448 Schaden zu verursachen und gehe nach 3 Sekunden lang zu betäuben. Jo, er schlägt halt mit seinem Knüppel hinzu. Luftangriff. Stürze auf zufällige Gegner herabschleudern, sie in die Luft und verursachen. Okay, okay, krass. Gut. Wir haben jetzt 8 Punkte wieder, das Ding kostet 8. 2,79. 265, okay. Lassen wir das erstmal so. Hä?
Die Kugeln? Von denen weiß ich nichts. Bruder Dylam könnte dir helfen. Mach ich. Okay. Er hat sich auf den Weg gemacht, um den Grenzposten zu helfen. Du musst wohl dorthin. Er ist dorthin, um den Wachen zu helfen. Ja. Ui, da hinten ist er. Na gut. Was denken sich die Mönche nur? Die Dämonen kommen näher. Falsche Sechse drückt. Den Spaß habe ich mir jetzt gerade mal gemacht. Das Pferd kann hüpfen. Auch nicht schlecht. Wir haben große Verluste. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, zu überleben, um uns wegen der Pest zu sorgen. Glaubst du, du kannst die Riesenleichenspinnen rund um den Grenzposten ausmerzen? Es ist vorbei. Das werden wir jetzt sehen. Okay, die macht Damage, die kleine Dame hier. Jo, Alter! Shit, hab ich mich erschrocken, ey. Alter. Okay, Riesenspinne. Ja, klar, stand ja da. Aber Alter! Also mit so einem Vieh hätte ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Achso, das war's schon. Wir haben große ich sah die Spinnen fallen. Der Stein, den du erwähntest, das muss die Serpentinjade sein. Sie hat stark entgiftende Eigenschaften. Ja, die hätte ich gern. Sie befindet sich in einer Hülle namens Aquilox-Schwanz, ganz in der Nähe. Allerdings, momentan wimmelt es dort nur so von Dämonen. Allein der Weg dorthin ist brandgefährlich. Das ist nicht schlimm. Eine mögliche Lösung, Quest abgeschließt. Gut. Komm. Achso, ich muss. Okay. Okay. Wir haben am wenigsten mal ausprobiert, den Flammenwerfer. 3, 2, 1, bitte normal.
Warum mietet nicht? Jetzt. Okay, oh, okay. Gut, anstatt Schrot nehmen wir dann halt den Flammenwerfer. Empfohlene Gegenstandsstufe 65, meine 77. Okay. Ja, warum nicht, ne? Mal sehen, ob wir das schaffen. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz ins Handy gehen. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ja. Gut. Hatte was zu erledigen. Hat ein bisschen länger gedauert, wie gesagt. Tut mir leid. Jetzt bin ich wieder da zu 100%. Kann weitergehen. Und ja. Ja, vom Server geflogen. Bin zwar wieder da, also war zwar vor ein paar Minuten schon wieder da und hab den Charakter kurz bewegt, aber dann irgendwie doch das Internetsignal verloren. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Genau hier waren wir stehen geblieben. Wir sind hier im neuen Dungeon drinne. Geht mal von aus. Ah, alles klar, alles klar. Hätten wir erledigt. Oh, es hatte 28 EP. Wahnsinn. Wir können uns vor EP kaum noch retten. Ne? Gut. Okay, gar kein Militär, einer mal. Ungeziefer begegnet man am besten, ja, mit hier. Bitte schön, mit Feuer. Alter, ein übelster Balisisk. Wahnsinn. Okay, geh mal hier hin, geh. Hui. Alles weg damit! Gut. Also. Was war das? Alt P, glaube ich, ne? Für Pet, ja. So. Okay.
Die Frage, also was ich mich jetzt frage, sammelt mein Pet das jetzt für mich sozusagen hier ein und das landet alles hier drin, oder? Wen nutzen? So. Was ist das für ein Trank? Trank regeneriert 30% TP. Wird immer von handelbaren Gegenständen verbraucht. Ah ja, alles klar. Heiltränke, Spielzeug, Nahrung und... Hä? Ist nur für Heiltränke. Ja, gut, okay, dann ist es anscheinend kein Heiltrank. Möchte ich mit euch jetzt nicht anfangen zu diskutieren. Wenn ihr das sagt, dann wird das wohl so stimmen. Gut. Also, wenn man wirklich ehrlich ist, ja. Das ist ja total geil. Ja, du bist halt nicht mobil, ne? Weil du halt stehen musst und musst dann halt schießen, ne? Aber dadurch, dass du ja die Gegner sozusagen ja stunst mit jeder Kugel, kommen die halt auch nicht an dich heran, wenn du halt früh genug schießt. Also von daher, das ist ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Und, ich bin richtig warm mit der Waffe. Schön langsam langziehen. Also mein Sternzeichen ist Skorpion. Falls jetzt hier irgendjemand interessiert. Ich mag keine Spiele, wo der Skorpion tötet. Das war auch für mich persönlich ein ganz, ganz großes Manko an Assassin's Creed Origins. Wohin das gleiche Toten sind, wenn man diese Riesenskorpione töten mussten, damit wir da irgendwelche speziellen Gegenstände bekommen. Ja. Aber gut, okay. Ist jetzt real. Okay, gut, hätten wir das. Zack, schnell weg, die Meute. Können wir darüber streiten? Streiten die so manche? Viele? Weil ich das jetzt gerade gesehen habe? Hat ein Skorpion 6 oder 8 Beine? Das ist die Frage. Weil jetzt die anderen so, ja, du musst doch wissen, was du auf dem Rücken hast. Ja, das weiß ich, aber ich frage euch. Zerstöre Eierbeutel des reifen Totengräbers. Okay, haben wir hier noch mehr?
Wir haben drei Fackelchen noch. Drei. Ah, gib mal her. Ja. Der Pfad ist, die nur hier eine zeichnet. Hier nicht. Also eine, ein Ei fehlt. Hier. Ah, jetzt seht ihr doch auf hier. Also könnten wir erzählen, was aber die Technik ist, die Fähigkeit ist so geil. Stärke jeder. Nehmen wir mit. Alle weg. Oh, meine ganze Knarre ist ein bisschen rot. Könnte aber natürlich auch am Stärke sein. Falsche Zahl. Hört, die Pflanzen geben nicht mehr Erfahrungspunkte. Kinder mit der Bombe. Da geht da nicht viel Schaden. Leute, Alter, ich hab hier die falschen Tasten gedrückt. Ich hasse. Daran merkt man wieder, dass ich völlig in Hektik. Ja, in hektischen Situationen mich mit den Tasten verhaspeln, ne? Das ist halt, deswegen hasse ich förmlich. Ich hasse diese Tastatursteuerung. Mit diesen auf allen links, rechts neben den Fingern gleich die 20 Tasten da und also wenn du um 1 cm rüber rutscht, ja, bist du gleich auf einer anderen Taste. Sofortige Wiederauferstehung, versetzte Auferstehung, Aculus Schwens Eingang. Ich weiß nicht mal, was das hier ist. Habe ich sowas überhaupt? Achso, doch, das sind ja diese Phoenix-Dinger, ne? Oder? Ja, genau, Phoenix-Flom. Ja. Ja, ja. Wie zu wissen, ob jetzt gepflanzt wird.
Heiltrank! Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Okay. Digga, Alter, das war ja mal ein. Schießen. Ja, ja. So. Müssen hier weg. Gerlich. So. Ja, lauf ruhig zurück, ist kein Problem. Also schnell kann er halt den Angriff nicht abbrechen, ne? Oder noch extrem gefahren. Ja, wie viel Viecher das aber auch sind, ne? So schnell kannst du halt einfach nicht. Ach, F. F1 und 5-6. Geil. Die erscheinen immer wieder, deswegen. Ehre. Geht aber auch ganz allmählich immer so einen kleinen Schritt zurück, ne? Beim Schießen. So.
klappt, klappt, klappt hier. So voll konzentriert hier. Junge, Junge, Junge. Beute einsammeln, geh, ja, ich weiß. Alter Schwede. Gut, das war ein Kampf. Gut, 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 gut. Alles klar. Jetzt habe ich mal mein Trinken in den Kühlschrank gepackt. Lied der Flucht. Spiel das Lied der Flucht, um einen Dungeon zu verlassen. Achso. Notenblatt? Ja. Ja, ich habe da ja noch aufgeklickt. Dann erstmal gleich die Tränke umlegen hier. Machen wir auf F1 unser Pferd, ja. So, und dann haben wir auf 5 und 6 unsere Tränke. Das passt. Das ist halte übel. Abstand. Ja, wir hätten uns auch teleportieren können, wa? Wäre noch vielleicht, ja. Mit dieser Serpentinjade sollten wir die Kranken behandeln können. Sehr schön.
Ich spüre eine geheimnisvolle Energie in dem Jadestein. Ich werde mit der Behandlung beginnen. Ich kümmere mich hier um alles. Würdest du nach Judia reisen? Helios de Laftulist, Liliokanes. Sagt, wie geht es euch? Ich verdanke euch wohl mein Leben. Mein Freund und ich sind auf dem Weg nach Judia, auf der Suche nach der Arche. Pater Varud sagte, wir sollen nach den Morai-Ruinen suchen. Habt ihr vielleicht schon mal etwas davon gehört? Morai? Ja, ich denke schon. Laut den Legenden war es die Hauptstadt von Enkavia, bis sie unterging. Ich denke, die Nomaden der Salzwüste sollten mehr wissen. Ihre Vorfahren stammen aus Enkavia. Eins noch, vor dem Aufbrechen könnte es nützlich sein, Bruder Allred um seinen Folianten des Pilgers zu bitten. Ja, können wir. Würdest du nach Judia reisen und nach einem Weg zu den Morai-Ruinen suchen? Mach ich. Ich folge dir, sobald die Pest ausgemerzt ist. Gut. Ja, Mr. Ayret? Ich hörte, Abt Louis ist wieder bei Bewusstsein? Ja, ist er. Wie hast du es übrigens aus Aquilox Schwanz rausgeschafft? Ich bin einfach rausspaziert mit dem Lied der Flucht. Ich habe den hier. Gut gemacht, das Lied der Flucht gibt es genau für solche Situationen. Du kannst auch den Triporter nutzen, um dich sofort zu einem Ort deiner Wahl zu teleportieren. Entscheide situationsabhängig, welche Methode die geeignetere Wahl ist. Hier sind einige Informationen über Judia. Ich hoffe, sie helfen dir weiter. Ich habe der Karawane eine Nachricht geschickt. Du kannst nahe der Grenzwacht an Bord steigen. Sie bringt dich nach Judia. Sehr schön. So. Wohin? Da nach oben. Wir haben den gar nicht aktiviert hier. Ey. Dann hätten wir uns jetzt hochporten können. Hey. Was man nicht im Kopf hat, hat man eine Bene, Mann. Nicht hier so. Was denken sich die Mönche nur? Ich gebe mein Bestes. Komm näher. Aber, jetzt mal hier zu sagen, ne? Das hat auch ganz große Vorteile, dass diese Mobs hier kaum Erfahrungspunkte geben. Weil dementsprechend, wenn wenig Leute die Mobs klatschen, gibt es halt auch weniger Zaubereffekte, die den Server halt sozusagen belasten. Weil da, wo du dann halt wirklich kämpfen musst, das ist in den Dungeons drin. Und das ist ja eh eine andere, also eine extra geladene Karte dafür. Und da werden halt die Ressourcen vom Server geschützt, ne? Vom Spiel, sozusagen. Alle Dämonen in der Höhle gestorben. Jetzt ist meine Kamera. Du kannst hier nicht durch, wenn du die Pest hast. Ja, ich hab die Pest nicht. Salanthyl. Kristalle, überall wachsen Kristalle, die müssen wir abbauen. Ah, okay, wir sind Level auf die Stiege. Wir haben 13. Bis Stufe 40 hier, das hier. Kettenbombardierung. Bombardement. Energiekanone. Ja. 6725 Schaden zufügt und sie zurückstößt. Diese Fähigkeit wird sofort abgebrochen, wenn du die Taste drückst, während die Kanone, ne, feuert. Naja. Na gut.
Gatling-Gewehr ist schon ganz, ganz nice. Also baue Beziehung auf, Beziehungsquest. Alle klären. Ich fürchte, der Wagen bewegt sich kein Stück weiter. Schade. Die Straße ist einfach zu steil und außerdem lauern dort überall Banditen. So. Ich habe Herrn Dussmann, der mit dem Normanhandel getrieben hat, über diese... So, über diese befragt. Er sagte, die Normalen hätten wegen der Banditen ebenfalls ihr Lager aufgeben müssen und seien zu einem Interimslager weitergezogen. Gut, gut zu wissen. Gleich wieder da, geht, bin gleich wieder da, geht gleich weiter. Ich mache, gut, weiter geht's. Du musst mit den Banditen reden, um Informationen über die Moray-Ruinen zu erhalten. Beginne damit, sie zu suchen. Machen wir. Tja, wie sieht die Karte hier aus? Uiuiui, die Karte wird immer größer, ne? Und hier sind die da. Okay. Gut. Sehr gut. So. Rein hier ins Banditenlager. Sieht so aus, als würden Sie den Eingang für mich finden. Storas? Hab ein Auge auf unsere neuen Freunde. Du bist ein Fremdling. Ja. Schnell, holen wir unser Salz. Die vom Banditenangriff zerstreuten Leute haben es noch nicht ins provisorische Lager geschafft. Gut. Ich denke nicht, dass wir uns im Augenblick auf die Moray-Ruinen konzentrieren können. Gut, dann konzentrieren wir uns halt nicht drauf.
Wir können diese Leute nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen. Würdest du mir dabei unter die Arme greifen, ihnen zu helfen? Gut, hätte ich auch. Werde mich um die... Wer bist du? Warum willst du uns helfen? Sag mir, warum will ein Fremdling helfen? Ich muss euch nicht helfen. Ich habe auch genug eigene Sachen zu tun, bin ich ehrlich. Du gehörst zu dem Priester dort. Nun, es stimmt, er hat uns geholfen und du willst uns ebenfalls helfen? Ja. Es tut uns leid, dass ich dich angeschrien habe. Seit dem Banditenangriff bin ich sehr angespannt. Ich hoffe, es geht allen gut. Würdest du uns helfen, die Vermissten zu finden? Oh, ich danke dir. Dann wende dich bitte an Baogin. Er kann dir mehr darüber erzählen. Als die Banditen angriffen, ist er mit einigen Banditen zusammengekommen. Er könnte also was wissen. Die Banditen haben uns wie aus dem Nichts überfallen. Wir haben zwar alles gepackt, aber sie waren so beharrlich, dass wir alles zurücklassen mussten, um unsere Leben zu retten. Wir möchten zwar unsere Habseligkeiten wieder haben, doch wir fürchten die Banditen außerhalb des Dorfes. Baogin sagte, er würde sie alle einsammeln. Aber ich weiß, das kann er nicht. Naja, gut. Du hast gesagt, du würdest uns helfen, nicht wahr? Würdest du unsere außerhalb des Dorfes herumliegende Taschen bergen und sie Baogin erreichen? Ja. Nee. Hier würde ich nicht, bin ich ehrlich. Wo müssen wir jetzt lang? Sagen. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du wärst...